29. Spielminute die Führung für Holstein. Und er hier hat es erzielt, Alexander Bieler. Mit seinem ersten Saisontor. Gucken wir noch mal drauf. Gute Einzelaktion, dann Schuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck. Also fantasievoll ist es jetzt nun mal nicht, aber das ist auch total egal. Hauptsache drin. Und das hat er ganz gut gemacht. Hat da Tyson den Sechser kurz ausgewackelt. Und dann überlegt abgeschlossen. Aber das kann natürlich dem Spiel nur gut tun. Wieder Holstein. Fitsch. Und da ist das 2-0. Kein Abseits. Kein Abseits. Manuel Janzer. Innerhalb von 90 Sekunden. Doppelpack für Kiel. Erst durch Bieler, nun durch Manuel Janzer. Also das macht Rexler natürlich richtig gut. Dann auf Fetch gucken wir, was Abseits betrifft, muss man sagen. Ja, ja. Also ich glaube schon, dass das Abseits war. Und das ist dann auch unabhängig davon, ob Flottmann da den Ball noch spielt, noch berührt in dieser Abwehraktion. Dadurch wird es keine neue Spielsituation. Dementsprechend entscheidend ist der Pass von Fetch. Ah, und das passt, das ist der Anschlusstreffer. 45. Minute und es steht nur noch 2:1. Torschütze, ich habe es vorher angekündigt, Hamdi Damani. Saisontor Nummer 9. Los geht's. Zweiter Durchgang. Kiel jetzt von links nach rechts. Und wir dürfen auch so ein bisschen gespannt sein. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, aber Fetsch unterbricht mich da. Fetsch vor Boggenburg. 3:1. Im September hat er das letzte Mal getroffen und das hat man richtig gesehen in seinem Gesicht, was für eine Anspannung da abgefallen ist, was für eine Erlösung auch für ihn, für den Stürmer Matthias Fetsch. Und das macht er natürlich richtig gut. Dicker Bock von Ua Ferro, aber Fetsch muss das natürlich auch erstmal nutzen. Aber Kiel kommt durch. Erst Schindler, jetzt Fetsch mit ein bisschen Platz. Schön durchgesteckt. Schindler mit der ersten richtigen Chance und dann dem Foul an Drexler. Oh Mann, Ua Ferro hat einen rabenschwarzen Tag. Sieht dafür noch die gelbe Karte. Gelb hat er schon gesehen, also das gibt dann doch die Doppelbestrafung. Oh Mann, da tut er mir fast ein bisschen leid, der 25-Jährige. Boni Ua Ferro. Gebrauchter Tag wäre noch übertrieben, aber gucken wir mal drauf. Das war richtig gut gespielt. Da wird er durchgesteckt zu Schindler. Klasse Parade von Poggenborg, keine Frage. Und dann ist Ua Ferro eigentlich da, aber dann doch nicht. Drexler wird dann von den Beinen geholt. Also das ist schon alles richtig so, aber natürlich eine bittere Pille für die Fortuna. Die letzte halbe Stunde nur noch zu 10. Dazu gibt es ja noch einen Elfmeter für Kiel. Drexler gegen Boggenburg. Drexler gewinnt 4:1. Ja, und da ist der Jubel von Dominik Drexler. Ich habe ihn mal in dieser Woche angesprochen. Was soll denn das bedeuten? Will er und darf er aber nicht verraten. Gesagt, sieht aus wie Häuptling Adlerfeder. Aber er will es sagen, wenn Holstein den Aufstieg schafft in die zweite Liga. Also bin ich mal gespannt. Hat irgendwas mit dem Kumpel aus seiner Jugendzeit zu tun. Tja, nächster Treffer wieder für die KSV
Und wenn wir das richtig gesehen haben von hier oben, müsste es ein Eigentor gewesen sein. Deswegen auch eigentlich mehr so ein Kollektivjubel. Aber gucken wir nochmal drauf. Flanke, Drexler. Siegschlag ist jetzt kein Kopfballmonster, zieht da eigentlich eher zurück. Und dann das Eigentor von Cedric Mbala. Also heute nimmt die Fortuna alles hier mit. Ich bin kein Prophet, denke ich, oder muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass Markus Anfang sehr zufrieden sein wird. Hallo, Herr Anfang, 5-1 gewonnen. Am Ende vielleicht ein bisschen zu hoch, wenn man den Spielverlauf ansieht. Wie ist Ihre Analyse? Am Anfang war sozusagen diese hohe Deckung der Kölner schon auch was ihnen Probleme bereitet hat, die ersten 30 Minuten, würde ich sagen. Nee, es war klar, dass Köln vorne anpresst, aber eigentlich wollten sie zustellen, um den ersten, zweiten Ball zu haben, weil das ihr Spiel ist. Und ja, dann hast du halt viele Bälle, erste, zweite Bälle drin. Dann geht es halt auch so ein bisschen, die Bälle zu behaupten. Ist halt ein Mentalitätsspiel gewesen. Und wenn der Ball dann einmal unten ist, dann geht es halt auch darum, Fußball zu spielen. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. 5-1 gewonnen, auf jeden Fall eine ganz eindeutige Angelegenheit. Gut gespielt haben sie ja schon öfter, auch zuletzt. Es hat nur so oft auch nicht für 3 Punkte gereicht. Sind sie ein Stück weit erleichtert, dass dieser Bann jetzt mal gebrochen ist, vielleicht mit diesem Spiel? Was heißt Bann gebrochen? Wir reden immer davon, dass wir gute Spiele gemacht haben. Alle reden immer davon, dass wir einen guten Kader haben. Und den haben wir in der Tat. Und wir haben auch gute Spiele gemacht auch. Aber wir haben die Siege halt nicht erzwungen. Und das ist halt jetzt so ein bisschen der Weg. Und wir haben heute ein Spiel gewonnen, aber auch nicht mehr. Und können uns heute vielleicht mal wieder den Sieg freuen. Aber wir müssen halt nachlegen. Und den Anspruch müssen wir an uns haben. Und den Weg müssen wir halt gehen. Die Dramaturgie war ja perfekt, das 3-1 direkt nach Wiederanpfiff. Was haben Sie Ihrer Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt? Weil zuvor fiel ja der Gegentreffer. Man hat das Gefühl, okay, das Spiel könnte noch mal spannend werden, auch Richtung Köln. Ja, wir haben vor 2 Wochen gegen Aalen 2-0 geführt, dann haben wir 2-2 gespielt. Da bin ich dann auch gefragt worden, was habe ich in der Halbzeitpause gesagt. Ich habe nichts anderes gemacht in der Halbzeitpause. Die Reaktion der Jungs war rauskommen, draufgehen. Das haben wir gegen Aalen auch versucht. Und heute war vielleicht auch so ein bisschen diese Mentalität und dieser unbedingte Wille nochmal, gerade dann in solchen Situationen den Ball zu erobern. Vielleicht haben wir es erzwungen, vielleicht ist es das gewesen, aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt das 3-1 gemacht. Und es ist vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt gewesen, dass wir ein 2-1 bekommen haben, um eine gewisse Spannung aufrechtzuerhalten. Und am Ende ist es immer schön, wenn du gewonnen hast, aber ich glaube, den Weg, den wir gehen momentan, der ist ganz gut. Jetzt habe ich anfangs das schon in dieser Übertragung erwähnt, dass diese Liga unglaublich eng ist, dass sie in der Tabelle relativ viel, relativ schnell tun kann. Sie haben jetzt Anschluss an die Aufstiegsränge. Ist das eine Richtung, in die Sie gucken, Richtung Aufstiegsränge? Ein Spiel weniger, das kommt noch dazu, also die Chance, noch deutlich näher ranzukommen? Also vor dem Spiel ist gesagt worden, es ist jetzt ein Spiel, entweder spielst du gegen Abstieg oder spielst du vielleicht noch oben mit. Also daran beteilige ich mich nicht. Wir spielen von Spiel zu Spiel, wir müssen halt gucken, dass wir endlich mal schaffen, jetzt nachzulegen. Und alles andere, das hat uns eigentlich nicht zu interessieren. Wir müssen die Spiele so nehmen, wie sie kommen, und müssen versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn du zwangsläufig Spiele gewinnst, kommst von unten raus und müsst oben dabei sein. Deswegen, das Spiel ist das Entscheidende. Alles andere interessiert uns nicht. Einer Ihrer Torschützen, den hat Patrick Halac jetzt am Mikrofon. Ja, und obwohl es bitterkalt ist, hat Matthias Fetsch trotzdem sehr gute Laune. Das hat natürlich seinen Grund. Seit Ende September, wissen Sie es noch, haben Sie auf Ihr Tor gewartet. So lange schon. Wie froh, erleichtert sind Sie? Oh ja, sehr, sehr. Also ich meine, klar, wie gesagt, Stürmer, da zählen natürlich die Tore. Ich will natürlich auch Tore machen. Aber ich habe schon oft auch gesagt, dass im Endeffekt die Mannschaft im Vordergrund steht, dass wichtig ist, dass die Mannschaft punktet. Aber natürlich tut es jetzt auch gut, oder ist es umso schöner, wenn ich auch wieder treffen durfte. So wie heute und auch nach dem Tor ist auf jeden Fall ein Riesenstein vom Herzen gefallen, eine Riesenerlösung, sage ich mal. Und ich hoffe, dass es jetzt auch so die nächsten Spiele weitergeht. Sie sprechen auch für die Mannschaft. Was hat die Mannschaft denn heute anders, besser gemacht? Jetzt sagen Sie es nicht. Sie haben einfach nur Tore geschossen. Nee, jein, sage ich mal. Also wir haben guten Fußball gespielt. Ähnlich, sage ich mal, wie jetzt im letzten Spiel hier zu Hause. In der ersten Halbzeit haben wir auch richtig starken Fußball gespielt. Sind mit 2-0 in die Halbzeit gegangen. Heute war das ähnlich, nur heute haben wir es wirklich über 90 Minuten geschafft, den Gegner hinten reinzupressen, unser Spiel durchzudrücken, die Zweikämpfe zu gewinnen und auch viele, viele Chancen rauszuspielen. Und heute sind die Dinge auch reingegangen und sag ich mal, auch hoch verdient und ja, auch in der Höhe, sagen wir. Vielen Dank, Glückwunsch nochmal, Matthias Fetsch. Dankeschön. Und weiter geht's mit Ben, bitte.
Die Dinger sind hochverdient reingegangen, sagt Matthias Fitsch. Und ein Tor hat er selbst erzielt, nämlich in der 46. Minute. Das schauen wir uns zusammen mit Markus Anfang gerne nochmal an. Denn es ist ja für Matthias Fitsch sicherlich auch ein Stück weit ein besonderes Tor, weil er hat länger nicht getroffen. Wie gehen Sie da auch persönlich mit in so einer Situation? Ja, der Matze arbeitet halt und irgendwann wirst du halt belohnt. Und hat jetzt in dem Spiel auch einen schweren Stand gehabt, weil viele lange Bälle waren. Musste sich in vielen Zweikämpfen behaupten, das hat er richtig gut gemacht. Und hat die Situation erkannt, hat die Situation genutzt und hat auch das Quäntchen Glück gehabt, dann in dem Moment das Tor zu machen. Und ich freue mich riesig für ihn, ich freue mich riesig für die Mannschaft, weil am Ende ist egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, wir gewinnen das Spiel. Herzlichen Dank, Herr Anfang.